Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? Wir sind im Jahr... komm mal näher. 2018. Wirklich? Wirklich. Okay, ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten... Das hier ist ein Familienetablissement. Charme. Ja, richtig. Und damit erstmal Moinsen, Mahlzeit und hallo, herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Leisure Suit Larry, beziehungsweise Juppie zockt Leisure Suit Larry. Und ich hätte gerne zwei Bier. Eins für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die die Stadt überschwemmen. Nennt sich selbst eine Influencerin. Ha! Früher musste ich draußen ein Schild hinstellen, dass es hier Bier gibt. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Insta. Ja, richtig. Instagram. Okay. Bitte sehr. Ja, mit Liebe gebraut und so weiter. Gut, dass ich deinen. So. Mein Bierdeckel Larry, ist gefüllt. Sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Ja, natürlich. Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen genau. Sachen. Darf man das heutzutage nicht mehr? Schon gut. Ja, das ist so die Geschichte, die eben sich jetzt geändert hat, beziehungsweise einfach mal so eine Anspielung auf das, was eben in diesen Games immer passiert. So, wir holen uns jetzt erstmal hier diese geilen Dartpfeile nochmal. Und gehen jetzt zu dieser guten Becky und geben ihr doch erstmal ein bisschen Barbarenbräu. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Jo, dann mal guten Durst. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Ja, ja, ist klar. Okay. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Videostory... Ja. Ist okay, Video-Story. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... Oh Gott. Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. Ja, okay. Wir rechnen auf, minutenweise. Und wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. Ach du Scheiße. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Cheers. Cheers. Endlich. So, okay. Es hat geklappt. Gar nicht schlecht. Oh, okay. Larry, geht's nicht gut? Ich glaube, mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oh Gott. Ja. Oh je. Das wird knapp. Das wird knapp, Lefty. Lefty. Schlüssel. Was gibt's? Es fühlt sich an, als würden tatsächlich Barbaren in meinem Bauch randalieren. Oh, das vergeht nach ein paar Tagen. Na super. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel! Ach so, hier, bitte. Ja, gut, okay. Na, komm. Ja, ich weiß, Mist. Es ist abgeschlossen. Also, Inventar und Schlüssel und... Okay. Oh, der Schlüssel ist abgeschlossen. Schwein gehabt. Aber immerhin hat er vorher das Schloss...
Entriegelt. Okay, rein da mit uns. Und einmal bitte übergeben. Ja, fängt ja direkt gut an. Okay, einmal auf Instacrap. Autsch. Okay, das arme Viech. Irgendwas sabbelt hier ganz derbe. Was ist die tote Ratte, oder? Was ist das? Halluziniere ich? Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Gut, okay. Gut, Das fasse ich nicht einfach so an. Okay, gut. Er fasst es nicht so an. Was haben wir denn hier? Wir haben Wechselgeld, okay? Ausgabeschacht, alter Münzautomat, Besenstiel, Posterwand. Okay, Besenstiel. Was haben wir hier sonst noch? Ein Pflaster. Mitnehmen. Und Toilettenpapier. Ich habe eine Idee. Warte mal. Inventar. Das ist garantiert mal wieder so ein Kombinationsrätsel. Wenn ich versuche, jetzt das mit dem zu kombinieren. Ha, es klappt, okay. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Ja, braver Larry, braver Larry. So, okay. Das heißt, ich kann das garantiert jetzt als improvisierte Klobürste verwenden, ne? Okay, jetzt ganz vorsichtig. Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich offiziell unser eigenes Handy. Bewegungsalarm! Bewegungsalarm! Okay. Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Geruch nicht erkannt. Identifizierung erforderlich. Hm. Okay. Wie läuft das so, Süße? Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Erklärung! Erklärung! Okay. Ich hab den Schmodder weggemacht. Sei mal dankbar. Sei mal dankbar. Hilfe bestätigt. Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Okay. Warum kannst du so gut sprechen? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Jawohl. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry okay. Leffer. Nummer. Ich bin ein Mensch und keine Nummer. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier okay. nötig. Welches Hauptquartier? Prune Incorporated. Prune? Okay. Was soll das denn? Pflaume? Prune Incorporated ist. Ach, bitte, hör auf zu sabbeln. Geoortung nicht möglich. Okay. Wo sind wir? Verrate ich nicht. Sicherheitsalarm. Okay. Langsam. 3. Selbstzerstörung. Okay, wo sind wir? 2. Lefty. Okay, gut. Ich habe Left. Unter was? Ein Unter wird gerufen. Okay. Sorry, wenn ich hier jetzt einfach so durchklicke, aber es ist einfach. Es ist so viel Gesabbel. Und da kann man doch nicht einfach die ganze Zeit zuhören. So, kann ich noch ein bisschen Klopapier mitnehmen? Okay, gut. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Kann ich Musik anmachen? Okay, gut. So einfach komme ich. Nein. Nein. Okay, gut. Ansonsten haben wir hier das schöne, schlecht aufgelöste Bild immer noch. Und da ist das Uber oder Unter oder was auch immer. Dann wollen wir doch mal losheizen. Leuchtendes Rechteck? Ja. Warum heißen die Taxis jetzt und? Suche? Na, okay. Ich habe. Jeder. Okay. Du kannst. Oh. Dann nennen wir dich Bo. Auswahl Muss ich. Das Nein. war woher? Ich habe. Okay, gut. Wir kennen das Prinzip von Uber. Das ist mal. Nein. Okay. Kannst du mir mehr. Ich muss. Okay, gut. Dann sagt sie mir jetzt wahrscheinlich, was alles passiert ist. Okay. Und da haben wir Assemble. Das ist das gute Entwicklerstudio aus Deutschland. Total cooles Unternehmen, habe ich auf der Gamescom kennengelernt und ich fand sie echt wahnsinnig sympathisch, die Jungs. Den Dennis habe ich kennengelernt. Das hätte ich auch. Und ich muss gerade überlegen, wen habe ich denn sonst noch kennengelernt? Irgendwen anders habe ich noch kennengelernt. Sorry, wenn du mich jetzt hören solltest. Ich habe mir deinen Namen leider nicht gemerkt. Ich schäme mich ein wenig, aber es war witzig.
auch mit dem guten Dennis zusammen da zu sitzen und uns das Ganze anzuhören, was denn da so passiert ist. Deswegen, die ersten paar Minuten Gameplay kenne ich quasi deswegen schon. Wir erreichen. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu. Sie ist ja, ist okay. Genau. Jetzt einmal eben. Gut. Wir sind da und jetzt geht's ab. Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Jawohl. Ja, los geht's. So, ab im Hauptquartier und. Ja, was ist das denn für ein Gebäude? Schön anzüglich gestaltet. So viel konnte das Logo ich mir schon zusammenreiben. Ist echt nicht hübsch. Beziehungsweise eher sehr anstößig. Und wenn man sich hier jetzt noch anguckt, klar, wie das ganze das Gebäude gleich aussieht. BJ hat das Gebäude persönlich entworfen, genau. Und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ. Bill Jobs. Der CEO ja, von Crew. Bei BJ denke ich an was anderes. Mein Herr und Gebieter. Das witzig, Zentrum dass seine Hose übrigens dabei immer leuchtet. Der hellste Stern am... Du bist ein Fan. Bring mich schnell zu ihm. Und nie... Jetzt mach nicht so einen Stress. Ich so, weiß selbst. Okay, komm. Und jetzt zeigen wir euch mal das Gebäude. Nach oben in der Skyloft. Die dort Skyloft. BJs Büro. Ja, geht weiter. Und... Tada! Und... Tada! Übel, oder? Also wenn das mal kein Phallus-Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Judy! So, hier unten haben wir noch einen Thermobecher liegen. Der ist hier. Doch gut. Habt ihr gesehen? Da, hier, wunderschön, oder? Hier hat es richtig schön einen Vogel zerrissen. Da. Oh, ich liebe es. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die einfach das ganze Ding richtig hübsch machen. So. Und? Unbestätigt. Sofortige nach ja, oben. Ist ja okay. Judy, da haben wir Finlay und Kyle. Wollen wir doch mal mit Kyle reden? Hallo. Und dann? Und dann? Dann hab, und dann? Und dann habe ich... Oh. Ich musste sie... Oh. Ach, bitte. Oh Gott, okay. Übrigens ein sehr anstößiger Dialog, der eigentlich bloß auf ein Soundsystem hinausführt. Und jetzt tut er das, was er eigentlich nicht machen sollte. Niemand sieht. Ist das ein... Das ja, genau. Vielen das Dank. Neue P-Phone. Okay. Wie bekommen so. Ruhe jetzt. Okay. Okay. Und ab nach oben. So. Ich weiß, ich habe mich jetzt zu schnell durchgeklickt, aber holt euch das und Game selber im Zweifel. Denn eigentlich ist es ganz witzig, sehr unterhaltsam und bis dato kennen wir das Ganze ja noch gar nicht so wirklich. Aber ich durfte netterweise schon ein wenig über dieses Game erfahren und ich kann euch sagen, es macht Spaß. Es ist richtig witzig. Und jetzt ab nach oben. So, Prune Skyloft. Jo, und ab dafür. Das ist eine einzige Katastrophe. Wir untersuchen. Aber wer ist ja. BJ? Und ihr kennt die Stimme, ne? Was? House of Cards habt ihr alle gesehen, oder? So, ab nach oben. Und ins Prune Hauptquartier oben. Hast du den die Prototypen? Skyloft. Oh. Was? Der Pro. Es ist. Ja, ist okay. Jeremy. Alter, okay. Was ist da? Du kennst na, und genau. Also und ein und nicht. So, ach komm. Das na, nun verstehst du es. Was? Na, ja. Kann ich? Ha. So, also die Sache ist, ich will mit ihr in die Kiste springen. Geh mit mir. Wage. Wie hält das? Kannst du mit? So, okay. Also er will das Ding haben. Meinetwegen. Wir müssen. So. Und das okay. Also du bist jedenfalls. Okay. Gehen wir zu Larry. Tim. So, komm. Okay, gut. Du hast hier. Also, ich fasse es mal eben kurz für euch zusammen, was denn da gerade besprochen wird. Denn ansonsten sitzen wir hier noch in einer Viertelstunde. Also, er ist der Chef. Sie ist seine Assistentin oder irgendwie sowas. Und sie datet nur Leute, die bei der Tinder-Variante in diesem Spiel quasi über 90 Punkte haben. Das versuchen wir jetzt zu kriegen. Wir haben einen Coupon bekommen für ein einmaliges P-Phone. Und deswegen bekommen wir jetzt ein was neues P-Phone. So, Gutschein für so ein Dings. Okay, gut. Er lässt sich jetzt einmal eben kurz erklären, wie das Ganze funzt. Und da ist das neue P-Phone für ihn. Denn bald kommt ja das nächste P-Phone, also von daher egal. So, wie schalte ich es ein? Genau, so. Und wie schalte ich es ein? Okay. Herzlich willkommen. Keine so, okay. Burt Reynolds. Reynolds. Schnurrbartscan ergebnislos. Bitte korrekten Namen. Schade, okay. Registriere, let's. Ja, gut, okay. Okay, gut. Gut, okay. Nein. Nein, aber natürlich. Okay, gut. So.
Okay, gut. Also, er wird jetzt gerade einmal eben kurz eingeführt in die Funktionsweise eines Smartphones. Und nach ein paar Minuten hat er es auch schon halbwegs drauf. Sehr, sehr gut. So. Telespiele, ja, ist okay. Gut. Wie funktioniert die Frau? Okay, haben wir hin. Und. Ausziehen! So. Hallo Pi. Hallo. Ja, Larry? Okay. Erzähl mal einen Witz. Fragt der Kellner, haben Sie Barsch bestellt? Antwortet der Kunde, nein, höflich. Ha, okay, gut. Kennst du auch Witz? Dafür fehlt mir der... Okay, gut. Okay, wenn zum gut. Glück... Also, wir haben unser Profil fast fertig. Gut, dunkle Gasse, ihr helft mir beim Aufsetzen von einem Profil. Okay, und er möchte gerne eine Unterhose und der andere möchte gerne Toilettenpapier, und zwar in weich. Ja, kriegen wir doch hin. So, einmal die Papp-VR-Brille und... Okay. So wie dein Sexleben. Schnauze! Jedenfalls. Dann. So, okay. Also, mein Karton und er ist kaputt. Bam. Oh, ja. Das kann ich, kannst du nicht. Kann ich drauf. Alle, um allerdings. Was? Und? Okay, tada. So, Judy, da sind wir jetzt erstmal mit durch. Und jetzt geht's gleich weiter, denn wir haben hier ja schon mal Apps drauf, wie ihr seht. Eine Linse, ein Glas und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich würde jetzt mal sagen, wir fahren per Uber eben zu Lefties, denn da wird es wahrscheinlich das Klopapier geben, oder? Hey Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Okay. Ich würde mal sagen... Da ist auch schon die heiße Frau, von der wir die belegte Sache bekommen. Das klingt ja übel. Alles fit im Schritt? Alles fit im Schritt. Hey, Leute, wie geht's euch? Becky, bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Alter, also, du bist echt wenn fertig, ihr weiter dranbleiben wollt... Oh Gott. Yeah. Das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Nein. Du solltest Lefty verklagen. Sobald ich... Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen. Aber das, ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauch... Ich will nicht darüber... Ich schaue, ob okay ich was... Warum wollen eigentlich... Gut. Würgende. Oh. Yeah. Plaudern wir später. Los. Okay, gut. Also wir brauchen eine Unterhose für Sie. So, müssen wir doch mal gucken. Alter Münzautomat. Okay. Was haben wir denn hier? Sichuan-Soße, Kondome mit Vibratomizer? Okay, gucken wir doch mal, ob wir hier Münzgeld einwerfen können. Hier steht, Dollar nimmt die... Okay. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Schade. Versuchen wir doch mal einfach die Linse da reinzuwerfen. Nicht. Und was können wir sonst noch machen? Dollarschein? Die beiden Sachen. Können wir den das da reinwerfen? So. Ha, okay. Klappt alles nicht, aber wenn ich den mit das dem kombiniere? Nein. Mit das dem kombiniere? Nein, okay. Das ist. Was muss ich hier kombinieren? Das mit die dem? Die beiden Sachen funktionieren. Daraus könnte man... Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber okay, der Kaugummi ist zu trocken. Hm. Okay, Posterwand. Ah, okay. Damit könnte ich vielleicht das Kaugummi das hilft befeuchten? Nicht. Nein, okay. Nein, das hilft nicht. Okay. Was haben wir sonst noch? Da, die Posterwand. Okay. Ein paar Flyer. Ein paar Flyer. Jetzt müsste dieses... Oh, okay. Warte mal, wenn ich jetzt den hier, den Kaugummi da dran pappe? Das ist, glaub... Besser nicht. Das ist gut so. Okay, gut. Ist ja okay, ist ja okay. So, das Pflaster da drum? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Hm. Das ist... Das muss nicht ge... Alter! Das klappt echt nicht. Fest versch... Hm. Der Zapfhahn? Nein? Hm, scheint kaputt zu sein. Auf dem Zapfhahn steht... Mann, okay. Hm.
Okay, das funzt schon mal nicht. Aber, was haben wir denn hier sonst noch? Also irgendwie suche ich momentan noch. Das ist keine. Eher nicht. Okay. Kann ich dir helfen? Also. Okay. Wer ist denn der luftig gekleidete Woodshop? Wer war denn der Luftbär? Und was macht. Ah, das war irgendwas. Okay, sie ist irgendwas mit dem was Internet und mit dem WLAN. Ich hätte mir. Wurde ange. Aber die Musik. Okay. Warum hatte Aaron so wenig an? Internet, also, ich sollte mir. Du hast doch. Psst, ermutige ihn nicht. Oh. Okay. Ist das. Gut, okay. Lass uns also, über was an. Das ARPANET läuft schon mal nicht. Hast du vielleicht ein Zimmer hast frei? Hast du vielleicht ein. Du weißt schon. Ja, Darmbesuch? Aber Aaron okay. Belegt es gerade. Sie, wenn sie aus. Ja, wenn du. Aber natürlich kann ich bezahlen. Nimm's mir nicht übel, Larry. Und sei froh, dass ich. Na gut. Vielleicht kann ich die. Wenn du damit meinst, dass du mir bei der. Okay, ich könnte also eventuell ihm helfen. So, wie läuft denn Barbarenbräu? Okay, gut. Was? Und jetzt sind auch noch. Okay, die Rohre das kaputt. Das wäre großartig, aber sei. Ah, okay, gut. Wir haben das Hinterzimmer. Können wir erstmal. Du musst den Hebeln allerdings. Was das? Okay, gut. Was hab also, wir haben den Schlüssel für hinten schon mal bekommen. Das ist schon mal gut. Und was passiert jetzt? Hä? Okay, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Ich glaube, da ist das Spiel aufgehängt. Ja. Leute, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge einfach heute an dieser Stelle. Und morgen gucken wir dann in die Hinterkammer einfach mal rein. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zusehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut und bis bald. Ciao, euer Yuppie.